Jetzt nochmal aufs Podest gefahren. Wo stehst du heute? Ja, ich stehe ganz sicher nicht mehr dort, wo ich vor 2 Monaten war. Ich habe eine lange Pause gemacht, vielleicht ein bisschen zu lang. Ich sehe jetzt hinten drin, ich habe diesem Rennen hier nicht sehr viel Bedeutung zugemessen für das Resultat. Mir ist es eigentlich darum gegangen, dass ich ein gutes Event zusammenbringe oder dass wir ein gutes Event zusammenbringen. Und darum bin ich jetzt auch vielleicht 2 Wochen hinten drin mit dem Training. Aber ich hoffe, ich kann das kompensieren mit einem guten Publikum und super Wetter und gute Stimmung. Matthias, U23, Weltmeister. Und dieser Herbst hat es endlich geklappt mit der Medaille an einer Elite-Weltmeisterschaft. Was war das für ein Gefühl? Es befreiend. Nach dieser Saison oder nach diesem Saisonstart ganz sicher das befreiend. Sicher hat mir Motivation gegeben und Vertrauen so wieder für die Zukunft. Und das habe ich sicher auch in den ersten Radkehrrennen schon die Saison können beweisen, bevor ich jetzt eine Pause gemacht habe. Und ja, es ist, wie gesagt, das ist sicher mein grösster Erfolg und gibt mir Vertrauen allgemein für die Zukunft. Du kommst von Ochlenberg, nicht ganz weit von hier. Du bist noch nie ein Radquer so nahe von deiner Heimat gefahren, noch nie ein internationales Radquer. Ist das jetzt eher Druck oder eher einfach Freude, die auf dich wartet? Wir nehmen es einfach so, wie es jetzt auf mich zukommt. Wir haben sicher jetzt allgemein alle die jetzt fahren vom OK, sicher nicht eine perfekte Vorbereitung gehabt, was das Rennen anbelangt. Aber sicher jetzt für uns ist allgemein der Event im Vordergrund. Und ich denke jetzt, also, wenn man da ein bisschen umschaut, sieht es nicht schlecht aus. Viel Erfolg! Oh, my God.
the blossoms. Now I'm catching the flag from these activists when they rag and acting like I'm the first rapper to snap. Okay, just say bag of shit. Just look at me like I'm your closest pal, the poster child, the motherfucking spokesman now. For white America, I could be one of your kids. White America, little Eric looks just like this. White America, Erica loves my shit. I'm moving to your girl. Während sich die ersten drei, Marcel Wildhaber, Lukas Flütschiger und Simon Zahner, bereit machen für die Siegerehrung, bitte ich Sie, lieber Applaus für dieses Trio. Simon Zahner, Lukas Flütschiger, Marcel Wildhaber. Nicht ganz glücklich hast du gewirkt bei der Zieleinfahrt. Was hat der Unterschied gemacht zu den zwei vor dir? Also zuerst mal ein riesiges Kompliment zu dieser Veranstaltung und zu dieser Strecke. Den zwei und allen anderen, die mitgeholfen haben. Für mich war es einfach, ich muss sagen, ein kleines Technisch gewesen, als dass ich irgendwie wirklich den zwei eine Bedrohung war. Am Schluss bin ich irgendwie der beste Straßenfahrer an einem Bike-Rennen. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Lukas, Platz 2. Du hast vor dem Start gesagt, du hoffst auf den Podestplatz. Hast du gedacht, dass es so lange, um den Sieg mitzureden? Nein, vor dem Start eigentlich überhaupt nicht. Das Rennen war extrem schnell, aber es ist trotzdem taktisch geworden. Und das hat mir entgegengekommen, weil ich ein bisschen abwarten konnte. Ich musste Führungsarbeiten machen. Die hat eigentlich Simi und Marcel übernommen. Und ich konnte nachfahren und gerne ein bisschen warten, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder dass ich einen Fehler gemacht habe. Und dann musste ich zwar wieder die Lücke zufahren. Aber ich habe sofort gemerkt in der letzten Runde, dass eigentlich mir die Spritzigkeit noch ein bisschen fehlt, um den Kick zu machen, den er Marcel gemacht hat. Und er hat eigentlich dort gemacht, was ich noch machen wollte. Aber ich hatte die Beine dazu gehabt. Und schlussendlich muss ich sagen, habe ich das Ziel gleich erreicht, weil ich habe einen Podestplatz. Ich konnte sehr viel lang mitfahren und das Publikum war gigantisch. Und darum es war super quer und darum konnte ich alle mir eigentlich das Ziel erreichen heute. Ein Applaus für Lukas Flütschiger, das Publikum natürlich auch. Marcel, es ist klar, Lukas Flütschiger, Matthias Flütschiger, Andu Moser, das sind dort Local Heroes. Wie hast du das Publikum wahrgenommen? Ja, es war auch für mich schön, mit so vielen Leuten an der Strecke ins Rennen zu fahren. Auf die einen Seite hätte ich Sieg am Lückl gewinnen. Aber ich bin auch ein Rennfahrer und es geht um den Sieg. Ich ziehe mir selber. Dann habe ich am Schluss noch mehr Fehler gehabt und das Rennen gewinnen. Gratulation.